Hallo zusammen, ihr seht es, ich habe mal wieder eine kleine Box geholt. Heute ist Freitag, der offizielle Verkaufstermin für die Modern Horizons 2. War gerade in einem von meinen Local Game Stores. Das heißt, wir haben mal wieder eine schöne kleine Box. Mal nachzuschauen, ich habe sie noch nicht genau angeschaut. Wenn wir uns quasi ein bisschen ansehen: Set Boosters, Englisch, Made in Belgium, das heißt eine von den europäischen Boxen. Meistens gibt es ja belgische und amerikanische, wobei bei uns die ja nicht landen. Wir haben jetzt eine Setbox mit Modern Horizons 2. Lass doch mal einfach schön öffnen und schauen, was wir hier so alles haben. So, freien wir mal kurz hier. Ich denke, ich werde es wie immer machen. Wir machen die Box auf. Oh, guckt euch mal das Curl hier an. Kommt ja weg. Und jetzt haben wir hier 10, 20, 30 Stück. Und das machen wir auch wie immer. Wir zählen quasi durch. 1 bis 10, 11 bis 20, 1 bis 30. Diesmal mache ich schön alle auf die Seite davon. Schauen wir mal durch, was wir hier alles auch schön haben. Und danach starten wir. Im Übrigen, das hier ist die schöne kleine Promo, die wir dazu haben. Die sieht eigentlich schon echt geil. Prälatin des Heiligtums. Prelect. Denkt schon, leid. Ist nicht schlecht. Und ja, jetzt lassen wir auch mal schauen. Wir starten mit Nummer 1. Und keine Sorge, alles, was schön und hochwertig ist und viel wert ist, das gehen wir natürlich hin und sleeven es direkt danach. Wir haben eine schöne Karte hier. Mal kurz schauen, da haben wir ein bisschen Platz. Ein Land. Oh, wir fangen direkt mit ziemlich viel Ankommens an. Kommen, was ist da? 5. 6 Verdant Command, ein Flame Rift, Jade Avenger, noch ein Land und ein kleines Token. Ah ja, Verdant Command, der Jade Avenger. Beziehungsweise, das ist noch so ein kleiner Vollstapel hier. Ein schönes kleines Kärtchen, noch ein Land. Der Arch Aromancer, der ist super praktisch. Auch wenn es nur ein Common ist, das wird eine beliebte Karte. Und der Soul Talisman, oh ja, das geht beginnt. Haha, okay. Der gute Stapel. Upheaval ist, glaube ich, noch eine normale. Seal of Removal. Und Mind Collapse als Old. Ach, Old machen wir hoch. Foil. Zu viele Karten in einem Päckchen. Im Soul Talisman, das ist quasi direkt die Ergänzung zum Soul Ring. Kann man auch eigentlich auch überall einsetzen. Schönes Ding. Was haben wir hier? Wieder eine kleine Karte. Eine von den schönen optischen. Ländchen. Ach komm, gehört auch dazu. Kommen, 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 kommen. Tramwatcher, ein kleiner Engel. Den Timeless Dragon, der ist schon mal schick. Damo-Taxi. Das ist schick. Da haben wir wieder eine normale. Sudden Edict. Ein Sketch. Kleiner Foil. Und noch ein Squirrel. Aber eine Red and Cutter kommt direkt als zweites Päckchen. Ist okay. Schauen wir mal, was hier noch dabei rauskommt. Preispunkt, das ich vorhin gezahlt habe, waren 220 Euro. Mal schauen, ob wir da quasi zum Schluss rauskommen. Lensflare, Transcript. Kommen. Das Underworld Cookbook. Oh ja. Die erste Mythic. Und das ist quasi eigentlich der Archon of Cruelty. Oder genauer gesagt. Ja gut, Doppel-Mythic-Päckchen. Man muss dazu sagen, als diese Archon of Cruelty, wenn ihr den euch so genauer anschaut, das eigentlich ist es ein Titan. Und zwar Targrits Titan. Machen wir mal so. Echo Return. Wir haben nochmal Sketchkarte. Und keine Sorge, nachdem wir fertig sind, sleeven wir das alles auf und machen damit dann weiter. Die liegen aber jetzt erstmal kurz einfach auf der Seite. Ein schöner Freitagmittag, wir haben 30 Grad. Man kann fast leicht schwitzen. Und trotzdem ist das angenehm. Wir haben eine kleine Insel, die sind echt schick. Rot, 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 kommen, kommen, kommen. Da haben wir eine Spreading Insurrection.
Fire of Sylvan Anthem. Vanquish the Control. Das ist schick, was wir hier haben. Schönes Kärtchen. Ein Brainstone in Ankommen. Packen wir da dazu in der alten Art und Weise. Removal machen wir auch hier auf den schönen Stapel. Ist das schick, was hier so rauskommt. Ich hoffe, oh, wir haben eine erste Listkarte. Plus das lustige kleine Teilchen hier. Ist schon sehr spaßig, wie sie da auf diese Idee gekommen sind. Ikebound. Haben wir noch ein Land. Skyblades Boon. Unsere schönen Commons, die Uncommons, Lazlo Cancellor, Bloodbraid Marauder. Was kann denn der eigentlich? Can't block. Also er kann nicht blocken, ist schon mal langweilig. Patchwork Gnomes und Ornate Tuft of Paradise. Und ein Alpha Kabu. Na gut. Bridge. Ich glaube, den hatte ich sogar noch früher mal in Original, bevor ich meinen ganzen Satz damals verkauft habe. Traurig, aber wahr. Wo machen wir den hin? Den machen wir hier hin. Die guten Listkarten. Mal schauen, wie viel wir überhaupt wirklich rausbekommen. Karte, Karte, Common, 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 Common. Ländchen. Strike it rich. Das finde ich immer sympathisch. Ankommen. Ein Profane Tutor. Auch schon mal eine der bisschen tolleren. Die Braids, der Psycho-Blick, sehr sympathisch, die Frau. Und einmal Late to Dinner. Ich muss halt echt zugeben, wenn ihr euch anschaut, wie die gute Braids in die Kamera lächelt. Sehr, sehr cool. Das ist sympathisch, sehr sympathisch. Wir sind bei Nummer 8 von den Päckchen. Ich freue mich noch, wenn wir dann quasi noch ein paar andere Päckchen bekommen. Währenddessen, ich mache sie dann quasi ganz zum Schluss wahrscheinlich mal wieder eine kleine. Ist das so? Nee, ist nur eine ganz normale. Sah nur gut aus. Alles in Schwarz. Der Kitchen Imp. Wir haben hier Ankommen, Ankommen, Ankommen. Eine Out of Time in Rare. Die Goblin Bombardment. Und Phantasmal Dreadmaw. Goblin Bombardment, sehr gut für Sacrificial Decks. Und ein Burt. Burt. So, schauen wir doch mal, was wir sonst noch von hier bekommen. Wir haben ja in diesem Päckchen eine riesen Auswahl an mittel- bis sehr hochwertigen teuren Karten. Das ist doch erstmal der Foil. Na gut, dafür kommt das Ländchen hierher. Riftwood. Common, Common, Common. Captain Ripley Vance. Einer von den möglichen Commandern. Resurgent. Belief. Ein Extruder. Und der Arch-Aromancer in Old Border. Ist auch cool. Und wir haben eine Braids in Foil. Die packen wir auch dazu. Packen wir hier zum coolen Stapel. Päckchen Nummer 10. Was? Komm. Die wollten es richtig. Na, wie ihr seht, bei den Set-Boostern muss man richtig, richtig aufteilen, weil es einfach so viele verschiedene Kartentypen da innen drin gibt. Immer noch ein Land dazu. Und so 3, 4, 5. Immer unterschiedlich viele Commons und Uncommons. Und immer aufpassen, mal ein bisschen Mono skalieren. Thruster als Mythic, die sehr, sehr cool ist. Ich meine, er wurde schon ein paar Mal so ein bisschen belächelt, mal so, aber ich finde den eigentlich richtig cool. Und das wäre so ein schönes Dino. Oh, den haben wir doch schon. Phantasmal Dreadmaw. Und einen Sea Drake. Stopp, Stapel. Taurus Candace. Ich glaube, wir müssen mal ein kleines bisschen mehr Platz schaffen. Sonst kippt mir das Zeugs noch vom Stapel runter, das wollen wir doch nicht. So, hier haben wir mal unsere kleinen. Es ist brutal, wie rutschig solche Pets hier sein können.
Aber das ist da eh der beste Stapel. Schauen wir mal, ob wir noch analog zu den ganzen großen YouTube-Channeln vielleicht auch noch ein bisschen mehr herausziehen können. Wir haben. Was ist denn das? Sieht fast wie Foil aus, ist es aber leider nicht. Eine Ebene, Late Dinner. Oh, es geht direkt los. Der Rakdos Headliner. Den finde ich eigentlich ganz cool für Rakdos Sticks. Graceful Restoration. Und der Ignoble Hierarch in Sketch. Den packen wir zu dem Stapel hier, der ist auch nicht schlecht. Blacksmith. Gut. Die Karte dürfte verdammt viel gespielt werden, weil sie eigentlich echt richtig gut ist. Was mich irritiert ist, wir haben ja schon 12 Päckchen auf und bisher gab es noch nicht wirklich viele Listenplätze. So, 3. Wir haben Abiding, der Aqua Javelier, das Power Depot und Eve Progenitor Ooze. Ist eigentlich auch ganz cool. Master of Death, der Venerals Disc. Okay. 3 Stück von den Rares. Die Galvanic Relay, die wird irgendwie, was weiß ich, wie oft immer gezogen. Zumindest laut den Öffnungen von den englischen Channels. Ich glaube, die wurde geprintet bis zum geht nicht mehr. Ah, ich sehe es auch gerade, ich habe da oben den anderen, die Old Border. Egal, das hat ich mal später. Noch ein Ländchen. Komm, komm, komm. Das ist ja fast nur ein kommendes Päckchen hier. Noch ein Ignoble Hierarch. Das passt doch auch. Ich packe mal direkt hier dazu. Ein Flame Rift, der Rakdos Headliner und Dana's Ploy. Finde ich lustig, zwar mit dem Global Hierarch. In Sketch. Oh, die zweite Listkarte. Na dann. Und hier Ländchen. Kommen, kommen, kommen. Kommen, Ländchen. Ja, ein Ragavan. Den wollte ich auch. Kommt hier in den Mythic Stapel. Bloodshot, Knighted Myr und den Hammer Mage. Ich würde mal sagen, die machen wir da oben hin. Knighted Myr, das ist ganz cool als Karte. Da haben wir auch Old Border, wenn ich es gerade richtig sehe. Und hier sortieren wir mal Sketch, Ding. Ornithoff Dart und Brainstone. Old Border und List. Zähle ich mal schön einfach zusammen. Es erinnert mich an Dead Space, war das, glaube ich, das Spiel. Relativ cool. Es sind aber die Piercing Rays. Okay, Exile, Target, Tap, Creature, alles in weiß, wie so häufig. Slick, Barked Spike, Arcbound Whelp und eine Marshflats. Nummer 2. Sehr schön. Sea Strike, Lens Flare, Hard Evidence. Ja, Sea Drake, ein Lens Flare. Harten Fakten. Nur mit Ragavan und 2 von diesen schönen Fetchlands kann man doch schon mal ganz gut arbeiten. 2, 3, 4, 5. Wir haben den Violent Tomber, wenn uns die Karte nicht verlässt. Timeless Wits, Dress Down, okay, kann ich gar nicht. Timeless Witness. Und eine zweite Titania für die Mythic Dress Down. Muss ich mal anschauen, ob die so gut was bringt. Oh ja, ein Foil Esper Sentinel, das kommt hier auch auf den geilen Stapel. Salvaging. Es sind schon ein paar Karten dabei, die will ich direkt bei mir in die Decks reinpacken, wenn man sich das anschaut, ja. Und sie sehen schon geil aus. Und den Esper Sentinel in Foil, der kann gespielt werden. Der kann definitiv gut gespielt werden.
Ja, Mann, was ist denn das hier eigentlich? Dagmar's Bridge. Eine Foil Plains. Marble Gargoyle, eine Tofta, Razor Bridge. Lens Flare. Arcbound Shiraki. Die guten Karten, gutes Kätzchen. Fractured Sanity. Mills 14 Cards. Ah, die ist schon geil. Ach komm, die sind schon eher was auf den guten Stapel, ja. Tanglepool Bridge, jetzt hatte ich schon Hoffnung. Slickrim Metal. Noch eine für den Foil und ein kleines Squirrel. Wir sind bei der Nummer 18. Und haben zwei Fetchlands, diverse Mythic. Schauen wir mal, was noch so dabei rauskommt. Mehr als die Hälfte haben wir ja schon. Evidence, Crack Open. Ja, das machen wir auch gerade. Wir cracken auch gerade die ganzen Päckchen hier offen. Monoskeleton. Der White Walker. Eine geile Karte. Doughty. Eine Priest of Felrites. Pray Three Lives. Finde ich eigentlich relativ geil. From a Graveyard to the Battlefield. Die kann echt nicht wenig. Terminal Agony in Old. Bedrock Gnomes, okay, die kommen weg. Den Arcbound Javelier in Foil. Wenn ich mir halt die hier anschaue, ich finde die eigentlich schon echt geil. Für zwei Schwarze mit Shadow. Die Karte wurde viel diskutiert. Es ist eine richtig, richtig harte Karte für schwarze Decks. Besonders für die, die halt Rogue spielen. Und passt perfekt. Oh ja, da haben wir doch endlich mal eine. Mit Unterschrift. Sehr schön. Kommt auf den coolen Stapel. Einen Plains, Blackness Skill, Arcbound. Wir haben hier wieder alles bis dahin sind normale. Dann haben wir ein Ländchen, Rance Run Hydra und eine Dam. Das ist Dam und Goddam in Weiß. Super geile Karte. Ich finde ich auch klasse. Eine zweite Braids, kleine Kitchen Spinner, End Sketch und Ethereum Spinner. Oh, Kitchen Imp, Entschuldigung. Mist, Entschuldigung, entschuldigen, da springe ich das öfter mal mit meinen Gedanken hin und her. Aber ich muss sagen, die Box meint es nicht gut, was die Liste angeht. Ist fast gar nichts besser rausgekommen. Oh, was haben wir hier? Der Stapel wird größer. Orchard, da, die hat man ja vorhin. Super gut. Der Chattering Augur. Ein Vanguard. Oh ja. Ich muss ja zugeben, ich habe zwei, drei verschiedene Sachen, die ich noch aufbauen will. Unter anderem das Merfolk als Deck. Und wenn ihr euch quasi die kleine Karte hier anschaut, das ist. Ich finde sie verdammt geil. Chatterstorm, sehr cool. Zoran Orb. Chatterstorm wird auch eine richtig böse Karte in Zukunft. Ach, die ist voll. Gut, packen wir die rüber. Das wäre zwei von den Fetchlands und schon wieder keine Liste. Also dafür, dass da quasi in, ich glaube, jedem dritten bis vierten Päckchen irgendwas drin sein sollte von der Liste, ist es erstaunlich wenig, was wir. Nightmare Scrapling, diverse Mürs, hier noch was. Scuttletide. Discard a card, create a blue crab. Okay, damit kannst du einfach mal alles blocken. Der Chitterspitter. Und auf Upkeep, you may sacrifice a token if you do put an Acker on. Böse Karte. Sehr böse Karte. Glimmer Baron in Old. Der Milliken geht ganz gut natürlich. Electric Gloves. Ne, die Vectis Gloves. Wenn man die spielt, ganz besonders. Oh, war nicht ganz besonders. Das bringt eigentlich wahrscheinlich nur relativ viel, wenn man gerade ein Modern spielt, wo jetzt gerade immer mehr von den Artefaktländern wieder rauskommen. Wären denn nicht die originalen Artefaktländer auch alle geblockt? Wieder mal keine Liste. Dafür haben wir jetzt die zweite mit Unterschrift. Na gut, was ist das? Was haben wir hier? Engel, Ceres Emissary mit Unterschrift. Auch gut. Lightning Spear, Shatter Open, Slackstrider. Ein dritter Ignoble Hierarch, der meint's gut mit uns.
Sharon Ranger. Sketch und Fetch and Faithless. Was kann man so alles Clean finden können? Aber wir können es auch sehen gerade. Die Karte ist in Deutsch, auch zu einem englischen Set. Das ist halt ganz klassisch. Hier in Deutschland gibt es leider nur die deutschen Promos dazu. Smell Fear. Die Angst riecht man auch immer wieder. Je nachdem, mit wem und was man zu tun hat. Marsh Flats Nummer 2. Barbed Spike. Ein normaler. Oh ja! Oh ja! Guckt euch das mal an. Die Cobble Coffers. Ja, die sind sehr, 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 sehr geil. Steel von Whale. Ach ja. Mit der Karte hat sich alles schon mal gut gemacht. Cobble Coffers Mythic. Damit ist das Set ja schon mal super. Oh, wir haben endlich mal wieder eine Listkarte. Schauen wir mal. Das Deck, oder das Päckchen von gerade eben war sehr, sehr gut. Cobble Coffers, ein Sentinel, eine Marsh Flats und ein springendes Ding. Muss ich gleich mal richten hier. Parcel Mirror. Bei so vielen Commons wird wahrscheinlich nicht viel bei rumspringen nachher gleich, aber schauen wir mal. Arcbound Cherokee, Monoskeleon. Das ist die Box der Ignoble Hierarchs. Also, ich habe ein Playset Ignoble Hierarchs, wer es haben will. Ich kann es zwar noch nicht verlosen, aber verkaufen. Birthing Bots. Okay, was kann ne? Create a colorless shapeshifter creature token. Okay, für. Würde mal sagen, das ist aber nicht schlecht. Für Decks, die Richtung Tron gehen, kann das ganz gut sein. Naja, noch. Wir haben noch mit dem hier 6 Stück. Heißt 25, ne, 24. Wieder eine kleine Karte, eine Ebene, Daggertooth, Loose Focus, Altar of the Goyf. Die Karte wird auch böse. Kaldra Komplett. Eine coole Karte. Wenn euch das so anschaut. Ich finde vom Text her ist ja echt geil. Du hast ein Equipment, das sofort ausgestattet ist und mit allen Punkten richtig, richtig böse ist. Also First Strike, Trample, Indestructible, Haste. Und es gibt inzwischen ja auch ein paar Wege, wie du Equipment eigentlich rauscheaten kannst. Also, geile, geile Kombi. Aeromobia, das ist auch mal eine Old Border. Eine kleine Foil. So, Nummer 26. Nur mit der Liste, da wurde das wohl hier nicht so ernst genommen. Irving, Nestle Chamber, Vermin. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, die sind fast in voll von der Qualität her, aber sind sie ja nicht. Ein Thranhydra. Ein zweiter Voidwalker, was wir hier haben. Fuck Chance Encounter, Lensflare, Faerferring. Was ist das für Coindex? Habe ich jetzt zwar noch nie mit oder gegen gespielt. Aber ich glaube, lustig könnten die auch sein. Nummer 27. Wieder keine Liste. Also die Box meint es nicht gut mit der Liste für uns. Dafür haben wir wieder einen Foil Mountain. Plus eine Bridge. Cobble, Worldberry. Hurtbelloth. Ein kleines Biest. Was kann denn das Biest? Make ich habe da so ein schönes kleines Anima-Deck, wo die ganze Zeit überall Counter verteilt werden. Da passt die eigentlich auch super rein. Calibrated Blast, eine weitere Dam. Damn, goddamn. Mishra's Factory. Die ist cool. Ist das Land? Terminal Agony, Late Dinner als Foil. Dein Tochter. Kommen zur Nummer 28. Ich bin auf jeden Fall sehr belustigt von viermal den Noble Hierarch oder Ignoble Hierarch. Das ist schon sehr spaßig, dass da so viele gekommen sind. Bone Shard,
Dagmar's Bridge, Draykeeper und das Stahldromedar. Wobei ich die gerade eigentlich echt lustig finde von der Optik her. Das kleine Kamel, Foundry, Liquor Metal Torque. Und das Inevitable Betrayal. Wo man nicht drumherum kommt, Aquan Mauser. Ja, ist ja ganz cool. Wir haben hier noch ein Sketch, wir haben eine Foil. So, vorletztes Päckchen. Endlich mal wieder eine Listenkarte. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Der Ifrit, das ist doch, gell? Yusri, Fortune's Flame. Eremobia, Unholy, Gotch-Tzilat. Das sind die Commons. Wieder ein kleines bisschen viele. Ein zweiter Gott, den wir hier haben. Den kenne ich doch irgendwo her. Den hatten wir doch schon mal. Gorilla Shaman, Prismatic Ending. Tortured Existence. Okay. So eine gefolterte Existenz. Hier ist auch immer ganz interessant, was dabei rauskommen kann. Und als gefolterte Existenz haben wir jetzt das letzte Päckchen. Natürlich keine Liste. Lass uns mal überraschen. Wir haben Insel, ein Chatterstorm, ganz böse Karte mit Storm, Abundant Harvest. Je nachdem, wie die Kombination gespielt werden mit Chatterstorm, kann die richtig, richtig böse sein. Dragon's Rage Channeler, die ist auch schon gut bekannt geworden inzwischen. Power Depot und Karth the Lion. Oh ja, eine Ursa. Ah, die kommt denn hin. Kommt denn in geile Karten gestapelt, genauso wie Karth. Zuran, Bone Shards und das Päckchen hat die Angst gerochen. Aber definitiv. Bone Shards schaut noch alt aus. Ach ja, ich bin zufrieden, ich bin glücklich. Man kann es wirklich so sagen. Jetzt wird noch ein kleines bisschen verpackt mit hier Dragonsleeve, Perfect Fit. Das sind die dunklen, das sind die normalen. Nur wenn es mal interessiert, das hier ist die Dragonsleeve im Dunkeln, man sieht so ziemlich gar nichts durch. Von daher, danke fürs Zuschauen. Ich mache jetzt gleich noch eine kleine Auswertung wahrscheinlich hinten dran. Vielleicht, vielleicht auch nicht, damit es schnell hochgeht. Und dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Genießt das Wochenende, genießt das Wetter.